Flug über den Norden des Irak, 20 Kilometer hinter der türkischen Grenze. Hier befindet sich eine Höhle, die als Shanidar-Höhle bekannt ist. In dieser Höhle fanden sich Überreste von Hominiden, die darauf hinweisen, dass hier vor etwa 60.000 Jahren es zu einem Erstkontakt kam zwischen Neandertalern und den Homo sapiens, was die weitere Entwicklung der Menschheit in Richtung Zivilisation beeinflusste. Aus den Neandertalern gingen die Langschädel hervor, welche später nicht nur die ägyptische Kultur prägten, die Wiege unserer Zivilisation, sondern auch die der meso- und südamerikanischen Kulturen. Dieser Erstkontakt in dieser Höhle vor über 60.000 Jahren inspirierte keinen geringeren als Stanley Kubrick zu seinem Erstkontakt in seinem Meisterwerk 2001. Statt Langschädel lässt er hier eine schwarze Intelligenz, eine KI, bei unseren Vorfahren auftauchen an einem Ort, der Shanidar-Höhle nicht unähnlich ist. Doch Stanley Kubrick scheint in diesem Film nicht nur die Höhle kodiert zu haben, sondern auch diesen schwarzen Monolithen, der damals, als der Film in den 60er Jahren erschien, noch nicht als KI wahrgenommen wurde. Doch was bedeutet der Code schwarz und warum kodieren sie noch viele andere mit dieser Farbe und weisen auf etwas Höheres, übernatürlich Mächtiges hin? Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Norman Investigativ. Wacht eine dunkle Intelligenz über diesen Planeten in Form von Steinen, formwandelnden Fluiden und Wesenheiten, die immer wieder in die Entwicklung der Menschheit eingreifen und uns begleiten? Experimentieren Wissenschaftler und Militärs insgeheim mit deren Hinterlassenschaften? Und können wir uns diese Technologien zunutze machen? Die Vertreter der Black-Goo-Bewegung meinen ja und verweisen auf geheime Botschaften in Film und Fernsehen. Aber auch bei den Religionen scheint eine dunkle Intelligenz seine Spuren hinterlassen zu haben, und genau da legen wir jetzt los. Hier haben wir die Kaaba in Mekka, das Zentrum des muslimischen Glaubens. Aus aller Welt richten sich die Gebete auf diesen schwarzen Kubus. Darin eingebettet, Reste eines heiligen schwarzen Steins, den Prophet Mohammed einst persönlich an dem Objekt anbrachte. Ursprung der Steine, unbekannt. Rituelle Bedeutung, unbekannt. Die Tefillin, der Kaaba nicht unähnlich, sind kleine schwarze Kuben, die praktizierende Juden am Arm oder an der Stirn tragen. Die Tefillin enthalten religiöse Texte aus den Büchern Mose. Sie werden seit Jahrtausenden getragen, um eine seelische Verbindung mit dem Schöpfer einzugehen. Das sehen die Chinesen etwas anders. Das Tefillin-Ritual, so heißt es im Journal of Chinese Medicine aus dem Jahre 2002, sei nichts anderes als eine antike Form der Akupunktur, um geistige Klarheit zu erlangen. Damit bestätigen auch die Chinesen, wenn auch indirekt, eine mentale Wirkung dieser schwarzen Kugeln. Schwarz ist nicht nur die Welt der Juden und Muslime, sondern auch die der christlichen Würdenträger. Über diese Farbe symbolisieren sie ihre Abwendung von der materiellen Welt, um sich der geistigen zu nähern. Aber auch die Gegenseite nutzt diese rituelle Farbe
wohl wissend, dass in höheren Sphären noch ganz andere Kräfte wirken. Wenn es um rituelle Praktiken geht, tragen gute und böse Kreise oft schwarz. Mittlerweile trägt auch ein Teil der Musikindustrie schwarz, um bewusst zwischen beiden Thesen hin und her zu springen. Aber auch in der Filmindustrie spielt der Code schwarz eine Rolle, und zwar immer dann, wenn es um Übernatürliches oder Übermächtiges geht. Stanley Kubrick haben wir bereits erwähnt. Er ließ einen schwarzen Stein auftauchen, um der Evolution eine schöpferische Note und diesen Primaten einen künstlichen Bewusstseinsschub zu verleihen. Schwarze Steine spielen auch bei Knowing eine Rolle. Sie werden von fremden Wesen verliehen, um die Auserwählten auf den Weltuntergang vorzubereiten. In diesem Film tauchen auch schwarze Gestalten auf, die sich später in engelsartige Wesen verwandeln, um Erlösung zu bringen und die Auserwählten zu entrücken. Schwarz ist auch diese KI mit Schwarmintelligenz. Es taucht auf, um das Ende der Welt einzuleiten, indem es die Zivilisation zerstört. Um Zerstörung geht es auch bei diesem Alien. In einem religiösen Ritual trinkt er ein schwarzes Öl, was zu seiner totalen zellulären Dispersion führt. Das Schwarze ist in diesem Film böse. So böse wirkt das schwarze Öl in diesem Behälter nicht. Statt zelluläre Auflösung bewirkt es eine Metamorphose in eine andere Lebensform. Bei Lucy erfahren wir, dass das gesamte Universum einem gigantischen schwarzfluiden Bewusstsein entspringt. Letztendlich wäre da noch Neo in der Matrix, der mit Hilfe eines schwarzen Spiegels erwacht. Und viele andere Filme, in der etwas Schwarzes für oder gegen den Menschen wirkt. Eine schwarze, fluide Masse mit intelligentem Verhalten, sowas existiere tatsächlich, behaupten die Anhänger der Black Goo-Bewegung. Und sie meinen auch zu wissen, woher das Zeug kommt und wo es gelagert wird, nämlich in der Nähe der Antarktis. Thule Island. Die sogenannten Thule-Inseln befinden sich im Südpolarmeer in der Nähe der Antarktis. Auf diesen Inseln sollen Außerirdische eine schwarze, ölige Substanz lagern, die als Black Goo bezeichnet wird. Damit werde sogar Handel betrieben, heißt es. Dieses Black Goo solle nicht nur intelligentes Verhalten aufweisen, sondern auch Bewusstsein generieren. Zudem könne es seine Form verändern oder Dinge umschließen, wie wir es aus Spielfilmen kennen. Black Goo reagiere auch auf magnetische und elektrische Felder.
Das Bewusstsein des Black Goo sei kollektiv und könne sich mit jeder Lebensform vernetzen, ja sogar auf diese einwirken. Im Black Goo sollen alle Informationen dieser Welt von allen Lebewesen zu allen Zeiten gespeichert sein. Es sei der Sitz der Akasha-Chronik, heißt es weiter. Dieses intelligente Öl, wie Black Goo auch bezeichnet wird, verteile sich bevorzugt in der tieferen Erdkruste, wo weltumspannende schwarze Ozeane existieren sollen. An bestimmten Orten trete das Black Goo an die Oberfläche, wie am Himalaya, dem Golf von Mexiko oder den Thule-Inseln. Sogar auf dem Mars gäbe es Anzeichen für Black Goo, das auch dort aus tieferen Schichten offenbar an die Oberfläche tritt. Black Goo auf dem Mars? Keine Sorge, so weit müssen wir nicht reisen. Das intelligente Öl trete auch hier auf der Erde an die Oberfläche, zum Beispiel auf den Falkland- und Thule-Inseln. Und genau das sei in den 80er Jahren auch der Grund dafür gewesen, warum England gegen Argentinien in den Krieg zog. »1982 machten sich britische Streitkräfte auf den Weg zu den 12.000 Kilometer entfernten Falklandinseln, um diese und auch South Georgia von der argentinischen Besatzung zu befreien. Der Konflikt, bei dem nach offiziellen Angaben beider Seiten nur Besitzrechte verteidigt wurden, ging als Falklandkrieg in die Geschichte ein. Doch insgeheim sei hier ein ganz anderer Konflikt ausgetragen worden, heißt es, wobei es auch um die Thule-Inseln ging. Dort und auf den Falklandinseln werde ein mysteriöses Öl mit der Bezeichnung Black Goo gefördert und auch gelagert, welche so unglaubliche Eigenschaften habe, dass die britischen Militärs darauf aufmerksam wurden. Nicht ohne Grund trugen die Soldaten damals bei diesem Krieg Handschuhe und Mundschutz, um sich vor einer Black Goo-Infektion zu schützen, welche sich wohl auch über Aerosole und Sporen übertragen und unkalkulierbare Risiken und Effekte hervorrufen könne. Großbritannien gewann den Krieg und ist seitdem eine der führenden Mächte und im Besitz dieses intelligenten Öls. Soldaten mit Mundschutz, sowas sieht man selten und eine Pandemie gab es damals auch nicht und schon gar keine starke Grippewelle. Im Gegenteil, die Grippe war in den Jahren 1982 bis 85 besonders mild, steht in diesem offiziellen Artikel. Doch wozu dann diese Szenen aus dem Falklandkrieg mit Hand-, Nasen- und Mundschutz und das auch in besonders gesicherten militärischen Kontrollzentren? Angst vor Black Goo? Der hier nennt sich David Griffin. Er vertritt die Exopolitik UK, eine Organisation, die von außerirdischen Präsenzen auf der Erde ausgeht. Die Black Goo-Legende geht größtenteils auf ihn zurück. Seiner Meinung nach hatte der Falklandkrieg auch eine außerirdische Komponente. Er spricht von geheimen Basen auf den Inseln, die bei diesem Konflikt zerstört wurden. Noch heute seien die Trümmer dieser Zerstörung auf den Falkland- und den Thule-Inseln sichtbar. Und
Er spricht von Alien-Nanotechnologie in Form eines intelligenten schwarzen Öls, dem Black Goo. Dieses Öl wurde auf den Falkland und besonders auf den Thule-Inseln eingefroren und gelagert, meint David Griffin. Der Grund? Wenn es schmilzt, würde es sich aktivieren und ähnliche Gefahrenpotenziale ausbilden, wie aus den Filmen Akte X und Prometheus bekannt. Des Weiteren behauptet David Griffin, dass die britischen Militärs, Geheimdienste und auch staatsnahe Firmen wie Marconi, das mittlerweile vom Rüstungskonzern BAE Systems geschluckt wurde, mit diesem Öl experimentieren. Dabei seien bereits über 25 Mitarbeiter auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen oder wurden eliminiert. Die Briten, nicht die Amerikaner, die Briten, die im Falklandkrieg das Black Goo erbeutet haben sollen, arbeiten tatsächlich an einer programmierbaren Flüssigkeit, die auf molekularer Ebene und über Selbstorganisation alle möglichen Formen annehmen könne. Zufall? Ist es auch Zufall, dass direkt nach dem Falklandkrieg die mysteriösen Tode genau bei dem Unternehmen zunahmen, dem vorgeworfen wird, mit diesem außerirdischen Black Goo zu experimentieren? Und wer waren diese Außerirdischen eigentlich, die das Black Goo damals auf die Erde brachten und in der Nähe der Antarktis lagerten? Die Antwort, wer das Black Goo auf die Erde brachte, sei in dieser Szene aus Prometheus kodiert. Es waren Außerirdische mit blauer Haut. Was interessant ist, denn blaue Götter kennen wir aus unserer eigenen Geschichte. Zum Beispiel aus dem alten Ägypten. Dort wird Gottvater Amun mit blauer Haut dargestellt. Blau ist auch dieser Gott hier aus dem fernen Osten. Shiva nennt er sich und wird besonders in Indien verehrt. Shiva gilt als die höchste Manifestation des Einen und steht für Schöpfung, Erhaltung, aber auch Zerstörung. Amun und Shiva tragen auffällig die gleiche Schlange am Kopf, eine Kobra. Auch hier alles nur Zufall? Oder haben wir es mit demselben Gott zu tun? Es scheint, als hatten unsere Vorfahren tatsächlich Kontakt zu übernatürlichen Wesen mit blauer Haut. Waren Amun und Shiva tatsächlich blauhäutige Aliens, die zu Göttern erhoben wurden? Haben sie das schwarze Öl auf die Erde gebracht? Ein Öl aus Nanopartikeln, das nach der Black Goo-Legende unter anderem telepathische Eigenschaften zeigen und Gedankenkontrolle ausüben soll. Da wir keine Esoteriker sind, wie dieser deutsche Vertreter der Black Goo-Bewegung und die Sache wissenschaftlich angehen, wäre sowas überhaupt möglich. Könnte jemand mithilfe eines Öls aus Nanopartikeln unsere Gedanken auslesen? So geht Gedankenkontrolle heute. Man setzt eine Haube aus Dutzenden Elektroden auf, um darüber die Gehirnwellen zu erfassen. Elektroenzephalographie nennt sich das Verfahren, bei dem über Spannungsschwankungen auf dem Kopf auf die Hirnaktivität im Innern geschlossen wird.
Eine relativ grobe Methode, weil durch die Schädeldecke hindurch gemessen werden muss, was aber völlig ausreicht, um Aktivitäten einzelner Hirnregionen zu erfassen. Einen Schritt weiter geht Elon Musk mit seinem Neuralink-Projekt. Statt dutzender grober Elektroden auf dem Kopf geht es bei Neuralink unter die Schädeldecke, wobei über 1024 feiner Nadeln in die äußere Hirnrinde eingelassen werden. Das ermöglicht eine zehnfach höhere Auflösung der Gehirnwellen als auf dem Kopf zu messen. Mit Neuralink lassen sich zum Beispiel motorische Signale empfangen, um darüber bionische Prothesen zu steuern. Und so sieht ein Neuralink-Interface aus. Ein Kubus auf dem Kopf, um die Signale an einen Computer weiterzuleiten. Kommt uns das nicht bekannt vor? Handelt es sich bei den Tefillin etwa um einen Cargo-Kult zu einem antiken Computer-Hirn-Interface? Und dann wären da noch diese beiden Herren von der Berkeley University. Sie können mithilfe der Magnetresonanztomographie die komplette äußere Hirnrinde scannen, womit sie zu einer zigtausendfach höheren Auflösung der Gehirnaktivität gelangen. Die so aufgezeichneten visuellen Reize und andere Reaktionen des Gehirns, die zum Beispiel beim Betrachten eines Films hervorgerufen werden, versuchen die Wissenschaftler nun zu dekodieren, um das Gesehene über einen Computer zu rekonstruieren. Und so sieht eine Computerrekonstruktion aus. Mit dieser Methode lassen sich bereits, wenn auch verschwommen, Gedanken auslesen und noch viel mehr wäre möglich, wenn man die Gehirnaktivität noch feiner auflösen könnte. Um das menschliche Gehirn noch feiner aufzulösen, müsste man irgendwie in die tieferen Strukturen eindringen, aber ohne diese zu verletzen. Und genau hier kommt das Black Goo ins Spiel. Black Goo Nanobots mit Schwarmintelligenz könnten sich über die Blutbahn im gesamten zerebralen Kortex verteilen und somit die Aktivität aller Hirnregionen in Echtzeit erfassen und nach außen übermitteln. Die Scanauflösung des Gehirns würde sich vermillionenfachen. Mit diesen Black Goo Nanobots, verteilt im Gehirn, könnte man nicht nur jeden Gedanken lesen, jeden Traum aufzeichnen, jedes Gefühl erfassen, sondern auch Informationen an das Gehirn senden. Gedankenübertragung und Telepathie kämen damit in greifbare Nähe. Telepathie und Gedankenübertragung mit Hilfe von Nanobots, die direkt aus unserem Kopf hinausfunken, so weit sind wir noch nicht, aber eine Technologie, die das ermöglichen würde, wäre dem Black Goo und seinen Eigenschaften nicht unähnlich. Steckt hinter dem Mythos doch mehr, als wir vermuten?
Und die Verbindung zu den schwarzen Steinen zu Anfang dieses Videos liegt darin, dass die Anhänger der Black Goo Bewegung vermuten, dass diese Steine mit diesem intelligenten Öl getränkt sind und somit nach unserer Theorie der Nanobots ebenfalls über Schwarmintelligenz verfügen müssten, wie dieser Monolith bei Stanley Kubricks 2001. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, liebe Freunde. Und wenn ihr das Projekt Norman Investigativ unterstützen wollt, einen Spendenlink findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns.